Unendlich weit erstreckt sich das flache norddeutsche Land ohne die kleinste Erhebung. Wo früher Moor war, sieht man heute nur noch kargen Boden, durchschnitten von Entwässerungsgräben für die Torfgewinnung. Das Torfstechen ist harte Arbeit, der Weg ins nächste Dorf weit. Der ewige nasskalte Wind jagt Wolken über den Himmel, wer vor dem nächsten Regen wieder zu Hause sein will, muss sich beeilen. Was wirken mag wie trostloses Niemandsland, dient dem Maler Otto Modersohn als Inspiration. 1911, als er die Moorlandschaft malt, ist er 46, zum zweiten Mal Witwer mit zwei Töchtern. Die von ihm mitbegründete Künstlerkolonie Worpswede hat er wieder verlassen. Schon während seines Kunststudiums entfernt er sich vom Rummel des Kunstbetriebes. Seine Vorbilder werden französische Maler, die unter freiem Himmel arbeiten und Motive in der Natur suchen. Als seine Gruppe in Worpswede international bekannt wird, zieht er weiter. Ein neues Zuhause findet ein Fischer Hude, einem kleinen Dorf zwischen Heide und Moor. Otto Modersohn hinterlässt ein umfangreiches Werk, das heute auf viele Museen verteilt ist. Seine unkonventionelle Haltung macht es schwer, ihn einzuordnen. Zwar sind fast alle seine Bilder stimmungsvolle Landschaften, einer Bezeichnung, als Impressionist hätte er aber sicher widersprochen. Seine Kunst, so formuliert er 1902, soll erst die Welt, die Dinge und die Gegenstände zeigen, die Stimmung lege sich dann darüber. Manchmal zurückhaltend, manchmal, wie im Fall der Moorlandschaft, beherrschend.